Weg mit dir und hier kommen zwei neue Blöcke hin. Das war jetzt irgendwie falsch. So. Ja, Marmortronsaal sieht gut aus. Können wir noch was Dekomäßiges bauen? Eine Trophäe aus. Für den größten Bart. Ja. Noch was anderes Marmormäßiges hier? Nicht, dass ich jetzt sehe. Pflanzenmäßig gibt es auch nichts aus Marmor. Wandgehängsel gibt es auch nicht aus Marmor. Also gibt es eine Trophäe für den größten Bart. Hier hin. So. Gut, mein Militär sieht wieder einigermaßen in Ordnung aus. Und einfach, weil ich mal gucken will, was hier so drunter liegt. Oh. Das war... ging fast in die Hose. Esst, und zwar schnell. Ich habe vergessen, dass die hier beim Stein abbauen waren. Hier wäre Turmalin, aber da kommen sie noch nicht ran, weil ich noch keine Leiter gebaut habe. Da ist noch mehr Stein. Und ja, da kommt der letzte böse Gobbo. So, mein Fernkämpfer hat ein Level abgekriegt, dafür, dass er... ja, den Goblin getötet hat. Ich könnte ihn jetzt zu einem Schützen machen. Ich hätte ihn aber lieber gerne als Grenadier. Fürs Erste. So, und jetzt hier eine Leiter. Hier eine Leiter. Hier ist der Weg nach unten. Genau. Dann gibt es hier Turmalin. Hier gibt es noch mehr Stein. Und wow, hier gibt's. Hier gibt's Titan und Gold und schlag mich tot. Titan ist ja schon mal wichtig für meine Nahkämpfer nachher, wenn ich sie zu den Gepanzerten mache. Wie sieht mein Kind soweit aus? Also mein Jungzwerg, wollte ich sagen. Sieht schon mal ganz okay aus. Den baue ich schon mal zwei Trainingspuppen aus Eisen auf. So. Und jetzt kann ich hier die Leiter verkaufen. Holzpflanze kann ich noch keine bessere. Hier kann ich auch nur erst die Dinger. Ja gut, ich gebe jetzt wieder einen Haufen Gold aus, aber das ist egal. Ich könnte den Marmor verkaufen, den ich noch habe. Das bisschen. Ich stoße ja sowieso wieder auf mehr Marmor und alles. Ja, hier ist gut viel Marmor. Und hinter dem, hinter der Treppe ist sogar noch mehr Titan. So, nehmen wir hier einfach mal Steinleitern. Okay, hier hinter ist nur ein Digium.
Aber guckt euch die Ressourcen hier mal wieder an. Hier sind wirklich schön viele Ressourcen. Und das hinter dem Ding ist kein Titan, das ist Platin. Aber das ist auch okay. So, Steinleiter. Das können sie wenigstens aus dem Loch wieder raus. Also ja, das Turmalin kommt rein. Wir kriegen Titan, wir kriegen Platin. Also Gold in Platinform. Wir kriegen Turmalin, wir kriegen Gold, wir kriegen jede Menge Eisen. Die Jungs stehen da gut beisammen. Oh, um den Stein darum hat sich auch noch keiner gekümmert. Hier unten ist nichts. Da war nur einmal Titan drin. Das heißt, wir können die Schnappen hochporten. Dann kannst du essen. Oder was du sonst gerade machen musst. Ein viertes Bett wäre nicht schlecht. Und da es sich gerade so schön anbietet, da wir so viel Steine haben. Also hier oben ein fünftes Bett, unten ein viertes Bett, bitte. Und hier unten neue Blöcke, dass das langsam mal zugeht. So, Blöcke. Jo, dich auf Level 5, dass du dann da trainieren kannst. Jo, wir haben drei Forscher, aber halt nur einen guten, wirklich guten Forschungstisch, wo gerade unser schlechtester Forscher dran arbeitet. Das macht aber jetzt nicht so viel aus. So, euch zu Schildträgern machen. Dafür bräuchte ich für den anderen noch mehr Titan. Und, oh, da ist so schön viel Turmalin hier. Komm, ihr kriegt hier noch eine Leiter. Weil hier ist auch noch Turmalin. Und hier ist auch noch... Also hier ist jedenfalls genug Turmalin, dass wir unsere Forscher zu Spezialisten machen können, sobald wir das freigeschalten haben. Sind ja nur noch 4, 7 Forschungspunkte. Hier oben hat einer freigegraben und noch mehr Steine freigesetzt. Das ist sehr schön. Hier sind... Ah, hier ist Eisen. Hä? Was trainierst du denn da oben? Ihr sollt alle hier bleiben und aufpassen. Und nicht da oben trainieren. Das sollst nämlich du gleich machen, wenn ich dich aufgestuft habe. Das sieht ja schon mal wesentlich besser aus, langsam mit den Blöcken. Die Leiter brauche ich gar nicht mehr. Das brauche ich auch nicht mehr. Jetzt kann ich da, muss ich da nur noch zwei Blöcke reinsetzen aus Holz und dann ist da auch zu.
Und dann ist eigentlich unsere Basis perfekt. Unser Außenposten könnte besser sein. So, da oben ist der Stein weggeräumt. Oh, da sitzt mal wieder einer fest. Da ist Gold. Bitte das Gold abbauen. Da wäre noch mehr Platin. Das bauen wir auch ab. Da ist Eisen. Oh, ich muss aber aufpassen. Nicht, dass ich dadurch hier unten in den Raum reinfalle. Ah, hier ist noch mehr Gold. Gold ist auch immer gut. Und du hattest dein Level up, also wirst du jetzt ein Militärzwerg. Und du kannst jetzt trainieren. George! Es wäre ja eigentlich noch schön, wenn wir irgendwo Titan finden könnten. Da noch das Gold weg. Jo. Damit haben wir wieder ziemlich viel Gold ausgehoben. Und hier hinter ist nichts mehr. Okay. Dass sie hier runterkommt. Oh, hier ist schön viel Platin. Also das ist sehr schön. Und für das Eisen brauche ich eine Leiter hier hoch. So. Ich bin noch eine Etage zu hoch, aber ich kann von hier aus in den Raum reingraben. Ich muss nur vorsichtig sein und danach meine Zwerge in Sicherheit bringen. Oh, unter uns ist Turmalin und ist das Mauerwerk oder was haben wir hier? Titan, nein, Titan ist gut. Aber hier muss ich jetzt aufpassen, weil unter uns ist der Raum. Und in den Raum will ich jetzt nicht so leichtfertig reingraben. Ich grabe erst mal in den Raum hier drüben rein. Von hier aus am besten. Wie machst du dich? So, auf Stufe 8 grade ich ihn dann auf. So, hier buddeln wir langsam rein. Ihr seid Obsidian. Und das ist sehr gut. Okay, das hier ist Jackpot, aber ordentlicher Jackpot. Vor allem, weil das Ganze nur von einem Goblin bewacht wurde. Gut, sehr schön. Du wartest noch auf dein Level ab. So, jetzt kommt das, was ich gern machen würde. Den Zwerg... Ist es nicht euer Ernst, dass da noch eine Stufe kommt, oder? 24. Baut den Nachschubvorrat auf die Höchststufe aus. Also.
Okay, das ist nicht euer Ernst, dass ich jetzt noch eine vierte Stufe hier habe und einen Haufen Geld dafür brauche. Deswegen, ich verkaufe jetzt mal erstmal den Marmor. So.